Heavy-Metal-Festival auf einem Kreuzfahrtschiff, ein Experiment auf dem Meer. 1800 Fans der harten Rockmusik, 30.000 Liter Bier, eine Woche Lärm auf der Nordsee. Ich finde das geil! Los, lass mich Leinenlos in Hamburg. Die Full Metal Cruise ist eine Kooperation zwischen dem Touristikunternehmen TUI und dem Heavy Metal Festival Wacken Open Air. Zwei Welten sollen zueinander finden, die bisher nie etwas miteinander zu tun hatten. Zum Auslaufen spielen statt Schwermetallern erst die Shanty-Rocker Santiano. Über England, Frankreich und die Niederlande geht die Fahrt der Mein Schiff 1 zurück nach Hamburg. Anbaden und vorglühen auf dem Pooldeck. Im Luxusambiente sollen die Kuttenträger an eine für sie neue Art des Urlaubs herangeführt werden. Es ist ein absoluter Kracher. 7 Tage Metal und gute Leute. Was will man mehr? Wenn Wacken ausverkauft ist, muss man die Alternative nehmen. Ja, so ist das. Auch wenn es 20 Mal teurer ist. Scheißegal, einmal im Jahr braucht man Urlaub, oder? Der Veranstalter erschließt eine neue, bisher wenig beachtete Zielgruppe. Metal-Fans im eher gesetzten Alter, die sich Ticketpreise von 1.000 bis über 2.000 Euro leisten können. Wackenbesucher, die seit 25 Jahren hingehen, die sind mittlerweile auch 50, 55, haben auch ein Haus. Kinder, Frau, zweites Auto, ja, und ab und zu mal doch eine Krawatte und einen Anzug an, die gibt's nämlich auch. Und insofern haben wir uns natürlich schon gesagt, also das sind jetzt nicht alles Campierer, die hier ans Board gehen, und möglicherweise ist auch wirklich der eine oder andere dabei, der sagt, hey, auch eine nette Art zu reisen. Für Kapitän Remco Fehr ist der Ärmelkanal seefahrerisch eine unproblematische Route. Die Herausforderungen auf dieser Kreuzfahrt sind eher logistischer Art. Als Verantwortlicher für die Crew muss der Schiffsführer die Abläufe an Bord dem Biorhythmus der Gäste anpassen. Hat uns ein bisschen überrascht, dass einige doch auch schon früh morgens wach sind und natürlich abends spät bis früh in den Morgenstunden in den Bars und Restaurants ist dann natürlich Hochbetrieb. Und da hat man sich auch darauf vorbereitet, das wusste man. Und das ist natürlich ganz anders als während einer normalen Reise eigentlich. Auch viele der Musiker bleiben die gesamte Reise über an Bord. Eine von ihnen ist die Metal-Ikone Doro Pesch. Auch für sie ist eine Kreuzfahrt mit den Fans etwas Neues. 24 Stunden am Tag kann man sich mit den Fans unterhalten, ein Bierchen trinken, natürlich zusammen rocken. Also Konzerte ist immer das Wichtigste. Ja, und dann halt zusammen leben und zusammen Spaß haben. Das Festivalprogramm geht bis tief in die Nacht. 20 Bands auf 3 Bühnen. Auch im edlen Schiffstheater, wo sonst Musicals gezeigt werden, fliegen diesmal die Haare. Aber auch entspanntes Wegdämmern ist trotz etlicher Dezibel für viele eine Option. Ein Grund könnte sein, dass Bier und andere alkoholische Getränke bei dieser Kreuzfahrt im Preis inbegriffen sind. Wir müssen aufhören, weniger zu trinken. Wir brauchen viel mehr Alkohol. Also ich war letztes Jahr auf einer klassischen Kreuzfahrt und die Leute waren vielleicht kleidungsmäßig anders vom Benehmen, ist es aber sehr identisch. Entspannt lässt es sich reisen auf dem schwimmenden Ballermann Deluxe für Metal-Fans.